wir haben das jetzt 17 Jahre lang als GmbH und Co. KG betrieben und haben die Anlage nur gepachtet, weil der damalige Besitzer den Betrieb aufgeben wollte, und wir haben es damals praktisch versucht zu retten und haben dann einen Pachtvertrag geschlossen und haben 17 Jahre lang den Betrieb so aufrechterhalten und haben auch in diesen 17 Jahren sehr viel Zeit und auch sehr viel Geld investiert. Insgesamt fast eine Dreiviertelmillion Euro, aber immerhin ein Betrieb, der uns eigentlich nicht gehört. Und das war uns schon lange ein bisschen widersprüchlich, sodass wir die Situation jetzt ändern wollten und gesagt haben, wir müssen schauen, dass wir den Betrieb kaufen können vom Eigentümer, damit er in eigene Hände kommt und damit wir letztlich dann wissen, für was wir das Ganze machen und auch noch weiter zukunftsfähig bleiben können, weil Macht ist man dann natürlich auch immer abhängig gewesen. Weiter soll dann auch die personelle Situation entschärft werden. Zum einen soll jetzt praktisch mit der Genossenschaft der Lift gekauft werden mit dem Kapital der Genossen, und zum anderen sollen dann die wegfallenden Ausgaben, was vorher die Pacht war, fürs Personal investiert werden, sodass wir dann auch mal zukünftig fest angestelltes Personal uns leisten können, was bisher nicht der Fall war. Geplant ist ja, dass wir ca. 440 Genossen irgendwo gewinnen wollen, und zum einen um den Lift zu kaufen und zum anderen natürlich auch um gleich notwendige oder Investitionen, die wir jetzt schon länger vor uns herschieben und sagen, das sollte man dringend machen, dann auch gleich tätigen zu können, dass das Ganze auch weiterhin zukunftsfähig bleibt. Aber es ist nicht nur auf meine Initiative hinkommen, sondern es waren ja vorher auch schon drei Hauptakteure, wir haben das zu dritt gemacht, einer hat das Finanzielle gemacht, einer hat die Küche, die Gastronomie gemacht, und ich habe das ganze Technische gemacht, und so haben wir mehr oder weniger uns gut aufteilt gehabt, und so soll es jetzt auch weitergehen. Es war vielleicht mit neuen Gesichtern, aber im Großen und Ganzen soll es so bleiben, wie es war, klein und familiär.